So, dann auch nochmal an alle neu zugeschalteten ein herzliches Willkommen zu iRacing Blancpain Endurance Series. Ja, Mario und ich sind in einem Split. Ich starte von 13 und der Mario von ziemlich weit hinten. Ne, ich starte sogar von 14. So schlecht war ich. Marcel Hellmann ist auch mit bei uns im Split. Jo, der war gestern 22 Sekunden hinter mir. So ein Prügel hat der Mario. So ein ja, Prügel. Hab ich, ne? Alter. In Fachkreisen wird er schon der 18-Inch-Mann genannt. No. Ich vertraue dir jetzt einmal mit deiner Spritangabe. Oh, komplette Einführungsrunde, wie es schon wieder jetzt nervt. Was ist denn jetzt? Oh, ich muss meinen Motor starten. Sorry! Wie, du musst deinen Motor starten? Ja, ich mach den nochmal aus. Achso. Wenn ich im Grid stehe. Die Tablette wirkt echt schnell, muss man mal so sagen. Das ist Wahnsinn. Und Alkohol verstärkt die Wirkung, habe ich herausgefunden. Wirklich der große Vorteil von so einer Einführungsrunde ist, man kann sich echt jeden Winkel von dieser Dreckstrecke nochmal angucken. Und man kann sich schön die Hinterradaufhängung von dem Ford Mustang angucken. Mhm. Oder halt auch nicht, wie in meinem Fall. Man hat ja sonst nichts zu tun. Aber wenn Mario ein bisschen langsamer fährt, wird er vielleicht noch vom Safety Car überrundet. Wissen Sie, warum die alle so bummeln hier vorne? Der Mark Elke gestern hat auch eingeschalten. Und sagt euch schon was, ich kann es bloß leider nicht lesen. Ich bin nämlich Analphabet. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich die Strecke nicht mag? Nee, bis jetzt noch nicht. Also erzählst du was ganz Neues. So, Engine Mapping 1, jetzt geht es los hier. Klammern Turbo zünden. Get ready, going green. The pace car is in. Green, green, green. Car on your left. You're in the middle. Three wide. Hold your line. Clear. Two wide. Stay on the right. Still there. Clear. You got a slow car on the right. Go left. Alter, hier fliegen Autos rum.
Boah, ihr Vollpfosten! Allah, niemand! Meine Fresse! Oh. Man sieht's hier vorne eben nicht quallen! Nee! Vergiss es, ich kann ja Escape drücken. Ist sinnlos, da kommt's ja wieder nicht mehr an der Box mit dieser Karre. Car on your left. Clear. Right side. Still there. Alter, ich darf echt mit dem Airport nicht im E-Split fahren hier. Das geht jedes Mal schief irgendwie. Die fahren ja alle übelst aggressiv irgendwie. Ich verliere hier bloß Position, weil ich keinen Bock habe, mich mit denen anzulegen. Und weil hier vorne einer bummelt und sich hier übelst staut. Es ist unglaublich. Ja, schon mal den Stream an oder was? Ja, ja. Haben wir es dann bald mal. Slow car ahead, car stopped ahead, car right, go right. Stay on the left, clear. Ja, so was los. Sieht mein Auto arg beschädigt aus von hinten? Von hinten. Ist nahezu nicht fahrbar bei den Streckentemperaturen. Dass man meine Frage trotzdem noch nicht beantwortet. Ja.
Du! Was denn? Na, ob meine Karre arg zerdellt ist von hinten. Das ist doch nicht. Kannst ja mal die Kamera wechseln. Go right, go left, Stay on the left, clear on the right.
side. Keep to the left. Still there. Hold your line. Clear on the right. You got a slow car on the right. Car stop on the right. Go left. Bist du noch auf dem Server eigentlich oder bist du runter? Bin auf dem Server. Fährst du nochmal raus? Ja, bestimmt. Alter, 11 Minuten 53. Mein Kreuz steht immer schief. Ist doch gut. Thank you.
slow car on the right. Go left. Top 10. You have about 5 laps of fuel left. Nicht doch! Oh, fick doch die Henne! Jetzt ist Schluss hier. Oh, so ein... Machst du das in der letzten Kurve? Den Zehner mit dem Porsche weg. Herzlichen Glückwunsch. Da brauchst du in der Kurve nicht auf die Bremse steigen. In unser Bierfurz hier. Und die Zeit darfst du echt keine Rennen fahren. Stefan, soll da ausrichten, du sollst dann auch noch GT1 fahren. Nein. Von Lücke. Heute nicht. Wo ist denn GT1 diese Woche eigentlich? Gucken. Daytona. Stimmt, habe ich was gelesen. Sind bestimmt auch unterhaltsame Rennen. Wirst du noch dursten? Ja.
wie viele Jahre Vorsprung? Vier Zehntel. Wenn ich also meine Leute um mich herum begutachte, scheint ich der Einzige zu sein, der hier einen Reifen noch am Leben hat. Warm ist mir.
your line. Clear on the right. Komm, fahr zu, Mensch. Ah, Hauptsache in der Schikane nein halten. Meine Fresse. You're in the top 10. Car ahead. Mm-hmm.
car on your left. Clear on the left. Alter. Ich wünsche mir meine geliebte Lichttube. Das muss wirklich im nächsten Update drinne sein. Psychologische Kriegsführung, das ist so ein bisschen meine Stärke. Jetzt wolltet ihr alle in Wahnsinn quatscht oder was? Mit der Lichtschube. Wie blöd ja. Bist du eigentlich, du Vogel? Mann, ey. Das ist ein Arschloch. Bitte? Und das ist deine Chance. Die Strecke ist ziemlich kacke zum Überholen irgendwie. Der da hier vorne nicht so rumbummeln, hätte ich vielleicht noch eine Chance, den Dolzer zu erwischen. Der bummelt nämlich auch ganz schön rum. Jetzt Lichtstube nahe, wird der Fall schon lange erledigt. Und er erst mal denkt, dass eine Flashbang ins Cockpit geflogen ist. Wir können es ja mal einstürzen. Der ist an Kurvenscheitelpunkten so scheiße langsam. Der Dolzer, der verliert dort vorne Zeit und ich werde hier von dem Vogel aufgehalten. Oh, was war denn jetzt gerade bei dir, Thorsten? Ja, der hat's fast verloren. Okay. Nur, das war unvorhersehbar, ob der abfliegt. Das wird ja gleich in der letzten Runde eine Vierergruppe. Weißt du, wie das krachen wird? Na, der Red Bull-Typ, der ist sowieso ein bisschen komisch drauf hier. Oh, Manuel wackelt.
Ja, der hat eben schon mal die Leitplanke geküsst, deswegen, yep. Also. So, jetzt sind wir am Dolzer dran. So, also entweder bin ich gleich 6. oder 15. Warum näher sind wir nicht drauf, oder was? Naja, irgendwie vertraue ich der Gruppe ja nicht, weil der Dolzer ist wirklich extrem viel langsamer. Und der Red Bull-Typ hat wenig Hürden. Das ist irgendwie eine Kombination, die Gefahrenstoff birgt. Letzte Runde. So Leute, ich bin dafür, Red Bull Typ, dass du einen Dolzer abschießt und ich dran vorbeifahre. Ja, bei deinem Klick fährst du sowieso voll nein. Thorsten, zieh doch mal durch! Der Kollege fährt scheiße wenig. Ruhe bitte! Alter, das ist ein Affe! Ja, nein! Fuck! Oh, das war so ein geiles Manöver, eigentlich. Eigentlich. Yes! Scheiße, letzte Kurve versaut. Great job, you did really well. Ey, aber... Aber es hat Spaß gemacht, also den Platz habe ich gerne hergegeben, weil das war gerade nochmal Adrenalin pur. Ah, Thorsten, schade. Ja, ich hab's beim Boxenshop weggeschmissen eigentlich. Nee, du warst so ein bisschen zockhaft jetzt. Ja, gut, aber keine Ahnung, auf den Geraden kommst du nicht ran, weil der, oder nicht vorbei, weil der zu wenig Heckflügel fährt. Das ist mir vorhin am Anfang schon aufgefallen. Der kam hier auf den Geraden, kam der ran, jetzt gibt's keinen Morgen. Lukas, was war los bei dir? Hast du die Reifen verheizt? Unten in den S's am Anfang 1,3 Sekunden und am Ende an der Schikane 0,8. Okay. Also, wie gesagt, fast keine Chance. Und dann beim Boxenstopp. Ich bin hab nach dem gestoppt. Und also eine Runde nach ihm. Und ich Trottel hab nicht die Kupplung getreten in der Box, sondern auf der Bremse gestanden. Und dann kam ich da nicht so schnell genug weg und ich hab ihn dann auch vorbeifliegen sehen. Ich, nein. Nein. Scheiße. Ja, dann war vorbei. Hallo. Moin.
Mahlzeit. Mario, vertraust du mir denn dein Auto am Samstag an? Naja. War jetzt schon eine relativ solide Vorstellung. Naja. Wäre ich nicht so zeitig auf dem Gas, weißt du, was das für ein Manöver gewesen wäre? Naja, aber hätte wäre wenn. Ja, wollt's eben wieder viel, ne? Wollt's eben wieder viel. Ich wollte es einfach perfekt machen. Ach komm. Naja, komm, man lernt dazu. Ich war zwischenzeitlich, ich glaube, 16. oder so und bin von 14 gestartet. Von daher jetzt schon halbwegs. Morgen 20 Uhr und 22 Uhr? Mach mal. Okay. So, wie sieht's mit 24 Uhr aus? Mario, ich hab noch ein Leben. Du hast kein Leben. Alter. Ich hab nie gesagt, dass es gut ist. Ich hab nur gesagt, dass ich eins hab. Du hast kein Leben. Okay, the race is over. Bring it on in. Aber habt ihr schon gemerkt, wie meine Tablette wieder gewirkt hat? Geil, oder? Ja. Oh. So, ich finde jetzt erstmal raus, welches Arschloch mich hier die ganze Zeit bei Facebook penetriert. Ist es schon so weit, dass du Tabletten schmeißen musst? Ja, Heuschnippen. Das sagt er, halt der Leben. So, ich mach das jetzt noch öffentlich, weil man hier auf den Sack gegangen ist. Das dauert noch kurz. Aber ein schönes Rennen war's. So, ich kann ja hier gucken. Nee. Ich hab vorhin auch den Stream ein bisschen mitgeguckt. Nee, ist mal. Oh. Nee, hä? Mir hat doch keiner geschrieben. Okay, ich sag mal nicht mehr. Wer geschrieben hat. Das war jetzt aber peinlich. Entschuldigung. Ja, so viel Spaß für wenig Geld. Liebe Leute, Jeile drin. Morgen 20 Uhr oder 22 Uhr und oder alles zusammen. Ansonsten einschalten, Samstag 6 Stunden Rennen, 15 Uhr ist Start und dann geht es richtig los. Wir fahren diesmal mit zwei Teams. Darf ich schon verraten eigentlich? Bestimmt, oder? Ich mach das einfach. Nee? Also nee. Wir fahren mit zwei Teams, aber so viel sagen. Du musst lernen, die Fresse zu halten. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns. Macht's gut. Oh, ciao.